Liebe Dresdnerin, liebe Dresdner, als Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Dresden habe ich gestern eine Ausgangsbeschränkung erlassen. Wir haben uns genötigt gefühlt, aber weil wir weiterhin sehen, dass die Krankheitszahlen deutlich nach oben laufen, der exponentielle Verlauf auch in unserer Stadt noch nicht gebremst ist. Und wir sehen, dass viele Bürger sich daran halten, aber eben einige auch nicht. Und deswegen müssen wir weiter alle sozialen Kontakte versuchen, auf ein Minimum herunterzufahren. Und deswegen haben wir eine Ausgangsbeschränkung erlassen, die Menschenansammlungen im öffentlichen Bereich von mehr als 5 Personen untersagen. Nun erreichen uns am Bürgertelefon sehr, sehr viele Anfragen, die verunsichert sind, die nochmal Klarheit haben wollen. Und ich möchte Ihnen einfach die wesentlichsten Punkte, die heute am Bürgertelefon eine Rolle gespielt haben, nochmal ganz kurz darstellen. Ja, wenn Sie jetzt in den nächsten Tagen einen Umzug geplant haben und es ist unaufschiebbar, weil Sie ansonsten kein Dach mehr über den Kopf haben, dann können Sie natürlich den Umzug durchführen. Sie sollten darauf achten, dass Sie nicht mehr als 5 gleichzeitig Helfer dabei haben und damit die Gefährdungslage auf ein Minimum reduzieren. Abholungen können passieren. Sie sollen aber immer darauf achten, denken Sie daran, die Sozialkontakte auf ein Minimum zu beschränken. Denn jeder Kontakt und jedes Ping-Pong, was dann weitergeht und was zur Verbreitung beitragen kann, das ist eigentlich das Gefährliche. Es ist aber eine neue Beschränkung vorgesehen, eine Allgemeinverfügung, die bereits erlassen ist. Die sieht vor, dass auch Restaurants mit Ablauf des heutigen Tages schließen werden müssen und nur noch Essen über Lieferservice bzw. als Ausgabe aus den einzelnen Restaurants heraus erfolgen dürfen. Wochenmärkte dienen zur Versorgung, genauso wie Lebensmittelgeschäfte und haben sogar den Vorteil, sie sind an der frischen Luft, also damit wesentlich weniger Gefährdungspotenzial. Sie müssen nur beachten, und das sollten Sie dringlich tun, dass Sie Abstand, wenn sich eine Schlange bildet, zum Vorgänger machen, 1,5 bis 2 Meter. Darf ich die Oma besuchen? Das ist schwieriger. Das ist nicht von unserer Allgemeinverfügung direkt untersagt, aber ich würde es Ihnen abraten. Gerade die älteren Bürger sind eine Risikogruppe, aber die einen viel schwierigeren Krankheitsverlauf in häufigen Fällen haben. Und deswegen sollten Sie die älteren Mitmenschen, Ihre Großeltern nicht zusätzlich gefährden. Wenn Sie Ihre Großeltern etwas benötigen, helfen Sie ihnen, gehen Sie für sie einkaufen, legen Sie die Ware dann vor der Tür ab, aber möglichst keine Sozialkontakte. Wir haben ja den Gang ins Freie bewusst nicht beschränkt, sondern haben gesagt, das ist gut für die Gesundheit. Achten Sie aber darauf, keine Menschenballungen, große 5 Personen. Wenn Sie jetzt eine Aussaat gemacht haben, die gegossen werden muss, wenn Sie Ihren Garten mal hacken wollen. Das ist alles natürlich weiterhin möglich. Ansonsten steht unser Bürgertelefon Ihnen noch weiter zur Verfügung und bleiben Sie gesund. Vielen Dank.